In dieser Lerneinheit geht es um die Komplexität oder den Aufwand des Simplex-Algorithmus. Es gibt zwei Aussagen. Einmal gibt es ein Beispiel für die Worst-Case-Komplexität und dann gibt es eine Aussage für die mittlere Komplexität. Es ist natürlich immer wichtig, bei Algorithmen zu wissen, was ist die Komplexität. Jeder Schritt im Simplex macht ja einen Gauß-Algorithmus, transformiert eine Matrix oder eine Spalte auf einen Einheitsvektor. Da kann man sich leicht überlegen, dass das einen polynomialen, einen quadratischen Aufwand hat. Man hat also m kreuz n im Wesentlichen oder m mal n Operation, da wir oben eine Zeile hinzufügen und links haben wir praktisch m plus 1 mal n plus 1, aber Größenordnung m mal n, also quadratisch. Und was man feststellt, ist, der Simplex braucht im Durchschnitt 3m Operationen, dann hätte man einen polynomialen Aufwand. Und es gab Beweisversuche, das eben auch analytisch zu zeigen und nicht nur irgendwie statistisch für viele Probleme auszuwerten. Aber dann gab es das Beispiel von Klee und Minty, was hier angegeben ist mit diesem Problem, was man in einer allgemeinen Dimension hinschreiben kann, nicht für beliebiges n, sodass man dann eben auch Komplexität bezüglich n untersuchen kann. Und das ist hier das Beispiel mal für n gleich 3 hingeschrieben, für drei Unbekannte. Und das ist ein Problem, was nicht in Standardform hier formuliert ist, deswegen kriegt man, hat man drei Nebenbedingungen hier und aber muss Schlupfvariablen einführen. Das heißt, es ist ein Problem, wo man eigentlich 2n Unbekannte hat, aber n Nebenbedingungen hier in diesem Fall. Und also hier unten dann m gleich 3, n gleich 6, weil ich immer noch zusätzlich genauso viel Schlupfvariablen brauche für eine Standardform. Und man sieht, an diesem Beispiel erkennt man, der Simplex braucht wirklich 2 hoch 3 minus 1, 7 Schritte. Das heißt, er ist nicht polynomial hier, sondern er ist exponentiell. Und das gilt auch für allgemeines n. Das heißt, es sind alle Ecken des Polytops, außer der Startecke, die abgelaufen werden. Und das ist natürlich sehr viel, sehr hoher Aufwand. Kann man hier so Zahlenspielchen mitmachen, wie lange das dauert, wenn ich 1 Million Schritte pro Sekunde mache und ein relativ kleines Problem habe. Das heißt, der Simplex kann exponentiell teuer werden und damit für bestimmte Beispiele nicht mehr brauchbar sein. Das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel. Man sieht hier so eine sehr unterschiedliche Skalierung, weil hier in jeder Variable so eine Zehnerpotenz hinzukommt, bei den Nebenbedingungen auch. Also das ist eben ein entsprechend konstruiertes Beispiel. Und die gute Nachricht ist, dass im Durchschnitt der Algorithmus eben nur lineare Anzahl von Iterationen braucht und damit polynomial im Aufwand bleibt. Das war die Bemerkung zum Aufwand. Und hier sind nochmal die Lernziele zusammengefasst.